Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, falsches Fahrzeug. Oh, wisst ihr was? Ich hab Lust auf den hier. Deutsches Fahrzeug, deutsche Autobahn. Schön in einem Rot. Ja. Gut, so viel zu Rot. So, mal sehen, ob das auch wirklich eine deutsche Autobahn ist. Mit unbegrenzt. Irgendwo. 106 Kilometer. Nach nirgends geht es 24 Kilometer und dann geht es noch nach Balkenstadt. Das war Licht. N. Der Deutsche fährt mit Licht. Auf der Autobahn. Auf der mittleren Spur. Nein, natürlich links. Immer. Ja, schön. Irgendein See im Hintergrund. Das ist bestimmt der Bodensee. Ja, eine schöne, lange, gerade Autobahn. Schön dreispurig. Des Deutschen. Steckenpferd, überarbeitet auf der Autobahn, total müde, immer mal wieder gegen die Augen kurz zu, auf der rechten Spur ziemlich ist es langweilig, hoch, ein bisschen korrigieren, so, ja, will ja nicht, dass irgendwas passiert, so, fahren mal so, dann passiert es immer mal wieder, dass für kurze Zeit gehen die Augen so ein bisschen zu. Oh, was war das? Huch. War da was? Nö. Ich fahre mal lieber auf der rechten Spur. Oh, huch. Den Rastplatz. Ich muss mal schauen, ob irgendwas am Auto jetzt ist. Ich glaube, da kommt kein Parkplatz, oder? Ne, dann halte ich einfach hier mal kurz. Auf dem Randstreifen an. So, und dann machen wir hier. Warnblinker an. Mal aussteigen. Und ist was passiert?
Nö. Alles heil, oder? Ach doch, hier die Tür sieht ein bisschen. Die Tür ist ein bisschen malträtiert. Aber hier geht's. Ah, hier ist der Kotflügel ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Naja. Gut. Wir fahren mal weiter. So. Ich wollte mit. Hallo. Du hast mich vergessen. Ist er einfach ohne mich gefahren. Oh, langsam. Okay. Sieht aber eigentlich cool aus. Fahr noch mal ganz nach hinten. Fahr mal an mir vorbei. Cool. Oh geil. Upsi. Fernsteuern. Macht irgendwie Spaß. Lieblingsbeschäftigung des Deutschen. Sein Auto auf der Autobahn schrotten. Huch, was fällt denn da raus? Die Lichter. Oh ja, der sieht jetzt ziemlich traurig aus. Das waren die Lichter. Verdammt robust, so eine Karre. Ist eigentlich hier die Kühlmittelanzeige? Die tut wahrscheinlich nicht, ne? Denn ich glaube, unser Kühler ist kaputt. Ja, hier mal ein bisschen die Achse wieder gerade machen. Oh, unser Motor kriegt gerade einen Schaden.
Achse ist wieder gerade. Motor qualmt ganz schön. Tja, jetzt müssten wir einen ADAC rufen. Oder wir fahren einfach hier weiter. Mit einem frischen Fahrzeug. Ach, man kann hier draufklicken und dann öffnet es die Türen oder was? Ah, ist ja cool. Das ist ja cool. Gut, das verlangsamt die Fahrt natürlich ein bisschen. Vor allem mit der Motorhaube. Schön, komm, schön reingucken jetzt. Ah, oder hier geht's den Berg hoch. Kommt da gleich nochmal so ein Ding, um die Türen abzumachen? Ein Türentfernungsschlitz. Türen abschleifen. Na los, ich brauch so einen Durchgang. Upsi! Wo sind denn meine Türen abgeblieben? Nanu? Das ist ja seltsam. So, jetzt sind die auch weg. Das ging doch mit dem Reifen auch, ne? Oh.
Hab ich an der Achse gezogen. Oh ja, offensichtlich. Hab wohl irgendwie am Stoßdämpfer oder so gezogen. Federung testen. Stoßdämpfer Prüfstand. So. Okay, das muss ich nochmal probieren. Komme ich da eigentlich rein? Das hier ist irgendein Teil der Achse. Bah. Hier, Stoßdämpfer Prüfstand. Oh. Oh, die Antriebszelle, cool. Hier ist noch ein Rad dran. Das ist so dämlich, aber das macht so viel Spaß. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Thank you.
Faust von Hulk drückt aufs Auto. Lustig. Ich muss mal was probieren. Okay, das habe ich eigentlich nicht gemeint. So doll wollte ich das gar nicht. Oh, Schiebedach geht nicht. Auspuff beschädigt.
Ich muss mal kurz was probieren. Oh, ich muss Feierabend machen. Ah, Leute. Ich muss Feierabend machen. Ganz gewaltig. Okay, eins will ich aber kurz probieren. Was können wir denn da nehmen? Was können wir denn da nehmen? Sowas? So, jetzt wollen wir den mal verschränken. Macht er nicht. Zu straffe Federn. Nicht lassen. Ganz langsam drauf fallen lassen.
glaube, der Container ist irgendwie leer, ne? Ist gar nicht so schwer. Ja, der ist leer. Ja, doch, so sollte das ungefähr aussehen. So habe ich mir das gedacht. So, meine Freunde. Huch. Wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play. Hier. Bei BeamNG Drive. Auch nochmal schnappen. Was macht Windows da? Windows wollte gerade irgendwas. Container in den Wald. Gut, ja, bis dahin. Macht's mir gut.